Schon wieder falsch rum. Denn wer den Globebus kennt, dem fällt sofort auf, dass sich hier einiges getan hat. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf GymaTV. Ich bin's wieder, euer Philipp. Wir sind im Detlefs Ausstellungszentrum, um uns die neuen Modelle anzuschauen. Vieles davon habt ihr mit Sicherheit schon gesehen. Und heute geht's um den neuen Globebus. Spezieller noch den Globebus i1, den hatten wir auch noch nicht auf unserem Kanal. Seid gespannt, viel Spaß mit dem Video. Es gibt sehr, sehr viele Neuheiten bei diesem Fahrzeug. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit den Highlights. Also beim Globus hat sich grundrisstechnisch etwas getan. Der i7 und der T7 fallen raus. Das heißt, es gibt nur noch den i6 und T6 und den i1, den wir hier stehen haben, und das Ganze auch als teilintegrierten. Vom Außendesign hat sich nicht viel getan. Wie schon gesagt, das Detlefs Familiengesicht wurde hier als einer der ersten eingeführt. Wir können trotzdem mal kurz drum herum gehen, dass wir es euch zumindest mal zeigen. Zu den technischen Daten kommen wir gleich, das ist auch noch interessant. Wir haben jetzt hier die neuen Detlefs Originalfelgen verbaut, die es im Zubehör dann auch zu kaufen gibt. Und was wir hier jetzt haben, die neuen Schlösser. Die sind jetzt etwas flacher als die davor. Wir haben jetzt auf der Seite dann auch unseren Gaskasten. Das heißt, den kann ich hier auch schön aufmachen, kann die Gasflaschen 2x11 Kilo schön hintereinander dann auch einladen. Mache ich das Ganze mal wieder zu. Garagenhöhe, dafür habe ich mir hier wieder meinen Zollstock oder ich sag mal in dem Fall Klappenhöhe, haben wir jetzt hier eine Höhe von ca. 80 cm, also konservativ gerechnet, nur dass ihr auch mal Bescheid wisst. Und was wir jetzt hier noch sehen, wir haben hier oben noch ein Ablagefach über dem Gaskasten im Prinzip. Die Griffe gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Die sind nämlich schön flach. Zum Heck. Hier haben wir auch wieder die Integralleuchten von Detlefs, die wir aus dem Wohnwagen- und Wohnmobilbereich schon kennen. Das ist auch so geblieben, wie es ist. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite beim i1, also der hat ja auch die Querbetten hinten, dann die große Garagenklappe. Auch die messen wir nochmal für euch nach, weil da darf es auch gerne mal Differenzen geben. Wenn ich jetzt hier an die Oberkante gehe, dann habe ich hier gute 1,5 Meter Garagenhöhe und die Klappenhöhe wäre dann, sind es 99 cm, also ein guter Meter. Und klar, Nachteil ist jetzt hier, dass wir einen Teil vom Rahmen jetzt hier auch noch in der Garage drin haben, aber trotzdem für einen Querbettwagen, also für einen Wagen mit 6 Meter Länge natürlich einen Haufen Platz. Und da kommen wir nämlich auch zum Stichpunkt, nämlich zu den technischen Daten vom Fahrzeug. Das ist halt beim Globus unschlagbar. Ihr habt halt eine Masse im fahrbereiten Zustand von 2788 Kilo. Heißt also technisch zulässige Gesamtmasse von 3500. Bleibt eine Zuladung im Leerzustand von 711 Kilo, also ein Haufen Zuladung. Das Fahrzeug, also der integrierten Grundriss, der ist für 4 Personen ausgelegt. Das heißt, vorne das Hubbett und hinten dann die Querbetten dementsprechend. Und da haben wir auch die Maße. Beim Hubbett haben wir eine Länge von 1,85 Meter mal 1,50 Meter. Und beim Doppelbett, das ist sogar 2 Meter lang mal 1,45 Meter. Also das ist auf jeden Fall gut gegeben. Und dann haben wir auch hier den Grundpreis beim Integrierten von 63.499 Euro. Das ist natürlich viel Geld, das muss man dazu sagen. Allerdings hat sich bei der Preiserhöhung beim Globebus nicht so viel getan wie bei anderen Modellen. Das heißt, der ist im Vergleich auch ein bisschen günstiger geworden. Und
wenn man ihn jetzt entsprechend ausstattet. Also, wir haben hier die beiden Pakete Chassis und Family mit drin, Vorbereitungskit, das es jetzt neu bei Detlefs gibt, und den 140 PS Motor, dann kommen wir auf ca. 70.000 bis 80.000 Euro im Listenpreis. So, zwei Sachen haben sich auch noch geändert, die wir jetzt auch gleich von draußen hier schön sehen können. Einerseits hat das Fahrzeug jetzt GFK-Außenwände, also auch eine tolle Sache. Und wenn wir reinschauen, wir haben jetzt hier zum Beispiel kein Light Moments Paket verbaut, wie das aussieht. Und jetzt gehen wir mal zum T6 hier drüben, auch mit GT-Paket. Und da ist es verbaut. Und jetzt schaut euch mal den Unterschied an, wie schön das aussieht. Und da auch dann die andere Wohnwelt mit drinne, nämlich die Wohnwelt Floyd in dem schönen Schwarz. Macht echt was her. Und da sieht man jetzt auch einfach mal, wie wohnlich mit Light Moments Paket das ganze Fahrzeug dann aussieht. In dem Falle würden wir auch empfehlen, dass, wenn ihr das Fahrzeug konfigurieren solltet, dann auch auf jeden Fall mit dazu zu wählen, weil das einfach nochmal so ein bisschen aufwertet. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal rein. Und wenn wir reingehen, fällt uns hier die erste Neuheit auf, nämlich eine neue Aufbautür. Wieder extra breit, schön mit einem tollen Fenster hier drinnen, das sieht auch wirklich schick aus. Und dann schauen wir uns das Fahrzeug mal von innen an. Eins will ich gleich vorneweg sagen, hier haben wir jetzt nämlich einen komplett neuen Boden drinnen, nämlich auch die Betonbodenoptik, die wir im Puls, im Trend, mittlerweile in fast allen Detlefs-Modellen kennen. Sieht echt schön aus. Ja, die Stehhöhe hier im Fahrzeug sind knappe 2 Meter. Technische Daten findet ihr natürlich dann auch unten. Da könnt ihr es nochmal dann auch genau nachschauen. Wer den Globebus kennt, dem fällt sofort auf, dass sich hier einiges getan hat. Das Holzdekor ist nach wie vor Rosario Cherry. Das sehen wir hier. Das kennen wir von dem Vorgängermodell ebenso. Aber wir haben komplett neue Dachschrankklappen, also nicht mehr in weiß Hochglanz, sondern, Josh, wenn du gerade mal hier hinfilmst, das ist jetzt eine Tip-Printed Optik. Kennen wir auch aus dem Hümer, kennen wir aus den Hochklasse Detlefs Modellen, die auch so die Seitenwände teilweise verbaut haben. Und dann hier noch so ein schöner grauer Anthrazitstreifen in der Holzoptik. So sehen jetzt eben die neuen Klappen aus. Und wir haben auch komplett neue Polster. Und das Polster gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Das ist jetzt die Wohnwelt Duke. Das ist so eine Kunstlederoptik. Und auch wenn man da drüber fährt, das fühlt sich total weich an. Also nicht so eine typisch ledrige Optik, aber ist halt wirklich trotzdem noch sehr, sehr wohnlich. Und ich mache natürlich wie immer gerne den Test bei den Detlefs-Fahrzeugen. Gefällt mir vor allem richtig gut, dass hier schön am Rücken die, wie sagt man so schön, die Lordose da gestützt ist. Und das sieht an dem Globus auch wirklich schön aus. Hier vorne haben wir entsprechend dann unser Hubbett, das wir runterfahren können. Das geht natürlich dann bis auf diese Höhe runter. Wie gesagt, 1,85 Meter lang. Dann haben wir unser Kontrollbordpanel, das ist gleich geblieben. Wir haben auch unsere Küche, die gleich geblieben ist. Und dann haben wir natürlich hier wieder unseren Raum, hohen Kleiderschrank, da sind jetzt die Teppiche drin. Da kann ich mal ordentlich was reinladen, da ist auch eine gute Tiefe vorhanden. Das heißt, Jacken, T-Shirts, alles Mögliche, gar kein Problem hier. Ne? So, und hier unten, das finde ich halt am Globus so toll, haben wir dann unsere schöne Stufe, die ich dann ausfahren kann. Und dann habe ich hier einen tollen Zugang, hoppla, jetzt habe ich mir hier den Kopf angehauen, aber einen tollen Zugang hier zum Querbett nach hinten. Wenn wir jetzt mal durchgucken, hier hinten mache ich mal das Licht an, wenn ich wüsste wie. Ist das ein Feuermelder? Ja, ah, guck mal, alles Touch hier. Wow, ja, nicht schlecht. Raumgefühl in dem Fahrzeug ist auch wirklich toll. Also ihr müsst mal überlegen, ne, wie viel Platz wir jetzt hier haben und alles mögliche. Und das Fahrzeug ist halt wirklich 6 Meter lang. Also das hat auch mit 2,20 Meter Breite fast schon Kastenwagenmaße. Bis auf die Breite, ne, die Länge 6 Meter. Das passt wirklich. Und ich fühle mich hier auch echt wohl. Ich habe hier Platz drinne dementsprechend. Ich bin hier in einem vollwertigen Reisemobil. Und der Globus ist ja auch wintertauglich. Wir haben jetzt hier einen Holzboden verbaut, aber dennoch eine super Isolierung, die jetzt auch noch mal ein Stückchen besser ist. Also das Fahrzeug macht einfach einen sehr, sehr guten Eindruck für die Größe, die er hat. Dann haben wir hier unser Kombibad. Ist relativ spektakulär frei. Eine schöne Schiebetür haben wir jetzt hier, die auch gut funktioniert. Ich habe auch eine sehr, sehr gute Stehhöhe. Da sind wir. Wie gesagt, bin 1,88 groß. Wenn ich mich jetzt hier normal hinstelle, habe ich hier oben noch was. Dann nehme ich die Schuhe noch weg. Dann kann ich mich hier auch gut drehen, kann mich hier gut bewegen drinne. Ja,
und dann auch noch hier schön alles rausklappen, dass ich auch meinen abgetrennten Nassbereich habe. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Auch vom Design her finde ich, Detlefs ist das wirklich gelungen. Hier haben wir jetzt auch den tollen Dometic-Kühlschrank, der sich von beiden Seiten öffnen lässt. Das ist auch immer gut und gerne gesehen. Und wir haben hier in der Küche ein separates Schneidebrett. Genau, da hole ich dann hier einfach die Halterung hervor und kann die dann auch dementsprechend gut belasten. Was mir jetzt im Globobus gut gefällt, ist hier auch noch das schöne Panoramafenster, das auch eine ordentliche Größe hat. Es müssten 50x70 sein, also da kommt noch schön Licht dann von oben runter. Den gibt es natürlich dann auch mit dem neuen Fiat. Da ist jetzt noch der alte verbaut, deswegen nicht wundern. Aber grundsätzlich gefallen mir die Änderungen sehr, sehr gut. Wir sind jetzt weg von dem etwas konservativen und haben dafür ein neues, frisches Design. Und trotzdem hat der Globus noch so ein bisschen seine DNA behalten, für die er auch geschätzt wurde. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr könnt jetzt euch mal überlegen, was euch vielleicht noch gestört hat oder was euch gefallen hat. Dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. An der Stelle dürft ihr uns natürlich auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und vor allem freut es uns, wenn ihr bei unserem Kanal ein Abo da lasst, dann verpasst ihr auch solche Videos nicht mehr und da auch unbedingt nicht die Glocke vergessen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Das war's, euer Philipp.